Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu meinem täglichen Heilfasten-Update. Heute ist der dritte Tag meines Heilfastens und ich muss sagen, ich merke das jetzt schon ordentlich. Ich bin heute früh mit einem brummenden Schädel aufgestanden. Jetzt ist der brummende Schädel zum Glück so weit weg, aber heute früh, wo ich aufgestanden bin, da habe ich mich echt so gefühlt, als hätte ich den ganzen letzten Tag so viel Alkohol gesoffen. Das war echt nicht mehr feierlich. Außerdem merke ich, dass der Körper langsam anfängt, Muskelmasse abzubauen. Als ich heute ein paar Schritte durch die Wohnung gegangen bin, habe ich schon so ein Ziehen in den Beinen gemerkt. Aber mit solchen Sachen habe ich ja schon gerechnet, also ist es nicht schlimm. Seit dem gestrigen Video habe ich wieder eine Menge Wasser getrunken. Wie gesagt, Wasser trinken kann ich zurzeit echt gut. Wie viel Liter ich davon jetzt schon getrunken habe, das habe ich schon mittlerweile aufgehört mitzuzählen. Außerdem habe ich gestern Abend mir eine ganze Flasche Cola gegönnt. Die ist auch gestern Abend komplett leer gegangen. Außerdem habe ich heute Vormittag eine weitere Flasche Cola geöffnet. Und die habe ich jetzt knapp über die Hälfte ausgetrunken. Ich denke mal, bis heute Abend wird die komplett leer sein. Außerdem habe ich mir gestern Abend noch 2 Tassen Gemüsebrühe gegönnt. Also das übliche Programm bei mir. Da gibt's kaum Abwechslung. So, das war mein tägliches Heilfasten-Update. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video wieder gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.